Mein Name ist Stefanie Brink. Ich bin seit 2017 zuständig für den Bereich Personalmarketing bei der Maschinenfabrik Bernhard Krone hier in Spelle und bin in diesem Zuge eben auch als Projektkoordinatorin seitens des Betriebes bei der RELAMAR mit integriert. Die RELAMAR steht ja für Restauration landwirtschaftlicher Maschinen und im Zuge der Kooperation mit der Oberschule hier in Spelle, die seit 2012 besteht, wurde eben auch die Schülerfirma RELAMAR gegründet, wo wir eben als Kooperationspartner auftreten können, weil wir natürlich mit der Landtechnik in der genau richtigen Branche unterwegs sind. Im Grunde sprechen wir da tatsächlich von einer kleinen Mini-Firma. Klar, die Gründung erfolgt eben durch die Schule und durch unseren Betrieb. Und wir können eben durch die Werkstatt, die wir hier zur Verfügung stellen, der RELAMAR dann auch die verschiedenen Ausstellungsmöglichkeiten bieten, sprich die Werkstatt, das Lager, die Büroräumlichkeiten und letztlich auch einen Aufenthaltsraum für die Schüler. Aber eben auch durch Sachgegenstände wie Materialien, um eben die Restauration der verschiedenen landwirtschaftlichen Maschinen dann auch zu gewährleisten. Ich bin Moritz Wilmes, bin bei RELAMAR die Geschäftsführung. Wir restaurieren alte Maschinen und machen sie wieder zum Einsatz fertig oder bauen eigene Projekte. Das Unternehmen lebt hier durch die Schule. Wir treffen uns hier einmal in der Woche, donnerstags nachmittags immer von 14 bis 17 Uhr. Das ist dann wie eine AG sozusagen, nur dass wir, also mehr wie ein Unternehmen ist eigentlich. Wir haben eine Geschäftsführung, dann haben wir Personalabteilung, Buchhaltung, Lager haben wir, also ist eigentlich alles dabei. Das sind zum Beispiel alte Maschinen von Krone, die wir dann hier wieder aufarbeiten, sodass man sie wieder benutzen kann. Also es sind zum Beispiel einfache Mähbalken oder auch ganze Traktoren, also das alles dabei. Und da wird hauptsächlich neu lackiert und halt die Mechanik wieder neu gemacht, dass das alles wieder funktioniert. Unsere ehemaligen Mitarbeiter der Maschinenfabrik Krone können hier bei der RELAMAR als Betreuer fungieren. Die sind eben in unterschiedlichen Bereichen der Firma Krone damals aktiv gewesen, sei es im Prototypenbau oder eben auch in der Werkstatt des LVD Bernhard Krone. Dann ist das A und O nachher, was da kommt, dass die Maschine nachher auch funktioniert und dass sie nachher auch dann auch sehen kann, wie so eine Maschine gearbeitet oder auch gearbeitet hat früher. Ne? Ja, wir haben früher schon mal eine Kartoffelroder und selber auch die Kartoffeln nachher angebaut, machen wir auch jedes Jahr noch und auch ernten. Und dass die Leute auch wissen, wie überhaupt so eine Kartoffel in die Erde kommt, wie die Kartoffel wächst und wie das nachher auch mit den Ernten aussieht. Ne? Kartoffel sammeln, Kartoffel sortieren. Erstmal das Zusammenspiel, dass man nachher in einer Gruppe arbeitet oder dass man wesentlich mehr aus einer Gruppe rausholen kann, wenn sie alle zusammenarbeiten. Der eine hat die Idee, der andere die Idee und so kommt dann das gute Team nachher zusammen. Ne? Deswegen versuchen wir auch immer, eine Gruppe klein zu halten, also in Zweiergruppen arbeiten. Ne? Natürlich möchten wir durch die Kooperation mit der RELAMAR natürlich auch unseren eigenen Vorteil, unseren Nutzen daraus ziehen. Das heißt, RELAMAR zielt natürlich vor allem auf die Berufsorientierung ab. Wir können durch die verschiedenen Projekte die Metallverarbeitung eben den Schülerinnen und Schülern näher bringen. Durch die Betreuung unserer ehemaligen Mitarbeiter ist natürlich immer ein kleiner Krone-Einfluss mit integriert. Und so hoffen wir natürlich, dass wir dann durch die verschiedenen Projekte dann die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten den Teilnehmern dann auch genauer näher bringen können und sie dann letztlich dann sich für eine Industriemechaniker oder eine Mechatroniker-Ausbildung beispielsweise entscheiden und dann natürlich im ersten Schritt hoffentlich die Firma Krone dann auch im Auge haben.